Südpack und SN Maschinenbau waren hier bei der 8. Europäischen Standbeutelkonferenz in Wien. Warum seid ihr zusammen aufgetreten, Lutz Neugebauer? Ja, wir haben unser Gesamtkonzept vorgestellt, was wir gemeinsam mit den Firmen SN, Menschen und Südpack auf die Beine gestellt haben. Wie ich es erklärt habe, so ein Spouted Porch ist relativ komplex. Das heißt, man muss den Spout zusammenbringen, man muss die Folie zusammenbringen und die Maschine. Und da geben wir einfach den Kunden ein schlüsselfertiges Konzept in die Hand, womit sie arbeiten können. Ich habe verstanden, es ist ein Monomaterial, was ihr einsetzt. Sowohl Beutel als auch Spout ist recyclingfähig ausgelegt. Was bedeutet das im Detail? Ja, also auf der Filmseite setzen wir dann 3-Lagen-Verbund ein, eine Triplex-Kaschierung und genau aus PP bestehend im Tiefdruck und Flexodruck bedruckbar, Konterdruck und dann dementsprechend das Part dazu, den Spout auch auf PP-Basis. Und das Ganze haben wir zu Cyclos hingeschickt und haben dann dort eine Recyclingfähigkeit von 96% zertifiziert bekommen. 96% ist ein wahnsinnig hoher Wert. Ihr traut scheinbar ja auch nicht jedem zu, so einen Beutel herstellen zu können. Deswegen bietet ihr das Gesamtkonzept an. Was sind die Stolpersteine, wenn man selber so einen hoch recycelfähigen Pouch überhaupt aus Monomaterial machen kann? Wo sind die Juckepunkte? Warum seid ihr mit SN zum Beispiel zusammengegangen? Wo fange ich an? Ich sag mal, es kommt natürlich viel auch auf die Kunden drauf an. Wenn man auf der Kundenseite guckt, was macht der Kunde aktuell? Aktuell hat er einen Filler bei sich in der Produktion stehen und hat eigentlich von dem Beutelherstellungsprozess natürlich, ja, keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen gemein, aber hat diesen Prozess einfach noch nicht. Und da müssen wir dann einfach so einen Service aufbringen und dem einfach mehr oder weniger da die ersten Schritte an die Hand nehmen und haben ihm dann mehr oder weniger das Konzept. Weil ich sag mal, als Folienlieferant bin ich ja in der Situation, ich kann Barrieren spezifizieren, ich kann eine Sauerstoffbarriere spezifizieren, eine Wasserdampfbarriere, aber ich kann halt keine ganzheitliche Spezifikation abgeben und da kommt dann halt nochmal ein Output hinzu und das ist halt in der Partnerschaft dann möglich. Hochspannend. Gerade die Leute, die dann ja Lebensmittel abfüllen, konzentrieren sich aufs Lebensmittel, verstehe ich, und nicht so unbedingt auf die Verpackung. Wie kommen die zu euch? Sind das kleine Mengen, große Mengen? Wie muss man sich das vorstellen? Wer ist ein typischer Kunde für so ein für mich erstmal relativ kompliziert anmutendes Maschinenkonzept, wo von der Rolle quasi ja der Beutel geformt wird, der Spout eingesetzt wird und dann das Ganze auf eine Schiene aufgegleist wird, um es später abzufüllen? Wer ist da der typische Kunde? Also die typischen Kunden, es gibt es von bis, ich sag mal, diese Übergangsphase ist auch so ein bisschen schwammig, aber ich sag mal, das sind schon Kunden, wir sprechen da ab 7 Millionen Beutel pro Jahresmenge, wo sich das Ganze dann auch rechnet mit einer dementsprechenden Payback-Time. Ab 10 Millionen können wir da wirklich sprechen, unter einem Jahr liegen wir da und ja. Thomas Fuß hat genannt, Pürees war so die erste Idee für solche Beutel. Sind das alles Lebensmittel, die ihr heute im Sinn habt oder auch andere Produkte? Aktuell fokussieren wir uns erstmal auf die Lebensmittel. Ich glaube, das ist halt auch immer wichtig, wenn man so ein Projekt gemeinsam angeht, dass man sich klar sagt, was will man haben. Und wir haben halt gesagt, hey, wir beschäftigen uns damit, ein recyclingfähiges Konzept für die Heißabfüllung auf PP-Basis. Und dann dementsprechend kann man es für Fruchtpüree, aber auch Einsatz im Joghurtbereich ist möglich. Wir haben viele Vorträge gehört, die gingen auch immer um Polyethylen, Polypropylen, so im Vergleich. Die meisten Standbeutel sind heute noch mit Polyethylen-Siegelschichten, wenn wir ins Regal gucken. Oft noch mit Polyester kaschiert und also Mehrlagenverbunde, mehr Materialverbunde. Ihr seid auf Polypropylen gegangen. Was waren die Beweggründe? Ja, wie du gesagt hast, die aktuellen Verbunde, die wir auch in den Markt schon liefern oder aktuell noch viel liefern, sind halt klassische PET-Alu-PET-PE-Verbunde, dann dementsprechend mit einem PE-Spout dazu. Warum wir uns dafür PP entschieden haben, ist einfach daher geschuldet, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen uns mit der Passsituation beschäftigen, mit der Heißabfüllung und da sehen wir einfach die Vorteile im PP-Bereich. Auch das Verpackungsvolumen spricht dafür, dass dort eine PP-Lösung seinen Einsatz finden kann. Ja. Beim letzten Mal hattest du ja vorgetragen über Recyclingverfahren, zum Beispiel, dass ihr euch ein mechanisches Recycling starten mag. Da sind die Monomaterialien erforderlich, aber auch natürlich für andere Verfahren, Pyrolyseverfahren zum Beispiel, um dann eben das chemische Recycling auch zu bedienen. Diese Polypropylenbeutel jetzt ganz speziell, für welches Recyclingverfahren sind die besonders geeignet oder geht das für alles? Gut, theoretisch könntest du die in beide Recycling strömen, also könntest du mechanisch recyceln als auch chemisch. Das wäre bei der Lösung möglich, über beide Wege. Wenn wir die Kostenseite und die CO2-Seite betrachten, was wäre das favorisierte Verfahren für so einen Monomaterialbeutel, der ja eigentlich relativ sortenrein ist? Ist das mechanische Recycling dann nicht das Näherliegende als das chemische oder seid ihr da völlig emotionslos und sagt, naja, es kommt, wie es kommt? Ja, ich sag mal, wir als Südpack, wir sind breit aufgestellt. Wir haben bei uns im Haus die Möglichkeit, beides durchzuführen. Wenn man sich das Ganze mal, wir haben ja unser Programm EcoTrace da ins Leben gerufen, wo wir quasi LCAs-Berechnungen durchführen für Kunden, für unseren Entwicklungsprozess. Und wenn man sich natürlich dann die CO2-Fußabdruck anguckt, sieht man natürlich, dass ein mechanische Recycling da Vorteile hat ja, bei den Einsparungen. Das ist nun mal so. Mhm. Aber wie gesagt, dann sind wir wieder im Lebensmittelbereich. Wenn ich es halt einsetzen möchte, nachher bin ich halt vom Gesetzgeber, darf ich es noch nicht. Also bleibt halt da schlussendlich dann nur noch das chemische Recycling übrig.
Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz auf den Spout schauen. Früher war es so, HDPE, Schiffchen, sagen wir ja, Einschweißteil und Polypropylen-Kappe. So war früher die Spouts aufgebaut. Ja. Ihr habt jetzt einen Monopolypropylen-Spout. Ist es nicht problematisch, den überhaupt herzustellen im Spritzguss und den dann auch zu versiegeln? Wo sind da die Schwierigkeiten? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Schade, dass unser Partner Menschen nicht hier ist. Der könnte die jetzt wahrscheinlich sehr gut beantworten, diese Frage. Ich weiß, es funktioniert. Die kriegen das hin. Es lässt sich gut einsiegeln mit unserer Folie. Da haben wir ein bisschen dran gearbeitet. Auch die Geometrie wurde stark von ihnen angepasst, sodass quasi die Hitze von den Siegelbacken abgegriffen werden kann und auch schön durch den Verbund durchwandern kann. Mhm. Und da haben sie ein bisschen Know-how reingesteckt und wir sind sehr zufrieden mit der Lösung, die wir da gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Mit anderen Worten, man kann nicht jeden Spout nehmen, der aus Polypropylen besteht, sondern das muss aufeinander abgestimmt sein mit eurer Folie und auch mit dem Siegelprozess. Und das ist ja auch genau das, was ihr anbietet. Alles aus einer Hand mit Gelinggarantie sozusagen. Damit ist Dr. Oetker groß geworden, die Back-Gelinggarantie. Ihr macht sowas für die Beutelproduktion? Genau, so sieht es aus eigentlich, mehr oder weniger, kann man so zusammenfassend sagen. Und ja, wir freuen uns immer auf Anfragen und stehen da zur Verfügung. Lutz, herzlichen Dank für diesen schönen Beitrag. Danke, dass ihr Supporter seid bei der 8. Beutelkonferenz. Wir haben über 100 Teilnehmer, ein richtiger Erfolg. Du bist ein Teil davon. Dankeschön. Vielen Dank.